Studierende der Medizin und Rettungssanitäter klären in Freiburg über die Reanimation bei Herzstillstand auf. Wenn ein Herz plötzlich zu schlagen aufhört, muss Hilfe schnell erfolgen. Herzrhythmus wird analysiert. Dr. Domagoj Damjanovic bildet im Simulationsraum der Medizinischen Fakultät in Reanimation aus. Weiter drücken. Weiter drücken, drück weiter, drück weiter. Das A und O bei jedem Notfall ist, ohne Zögern zu helfen. Rückwärts, ich löse dich ab, okay? Die Herzdruckmassage. Das ist das, was den Patienten ab den ersten Minuten des Kreislaufstillstands am Leben hält. Und das muss jeder, der Laie, wie auch der Profi, gleichermaßen gut können. Ja, beatmen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Die sofortige Herzdruckmassage ist die einzige Möglichkeit, einen leblosen Menschen vor dem Tod zu retten. Zusammen mit der Beatmung bringt sie den Kreislauf wieder in Gang und verhindert bleibende Schäden an Herz und Gehirn. Wichtig bei der Herzdruckmassage ist, kräftig zu drücken. Sie können nichts falsch machen. Sie können nicht daneben liegen. Dieser Mensch ist in diesem Moment tot. Und toter kann er nicht werden, um das mal mit ganz einfachen Worten zu sagen. Jede Sekunde, die wir zögern, etwas zu unternehmen, macht es nur schlimmer. Bei der Aktion kommen 20 spezielle Puppen zum Einsatz. An ihnen lässt sich zeigen und ausprobieren, wie man richtig reanimiert. Um diese nötigsten Dinge hier zu vermitteln, die wir jetzt hier gerade auch machen und zeigen, da reichen 1,5 Stunden. Wir wollen, dass es niederschwellig ist. Wir wollen, dass sie kommen. Und das werden sie eher tun, wenn es nur 1,5 Stunden sind, als irgendwie ein halber Tag. Und wenn sie gar nicht dazu kommen, dann schauen sie sich wenigstens die offiziellen Trainingsvideos auf einem YouTube-Kanal an. Also die Möglichkeiten in der digitalen Welt sind unbegrenzt, sich die wichtigsten Informationen zu holen. Das ersetzt nicht das Üben. Das hilft ihnen aber ein bisschen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Wer unversehens Hilfe leisten muss, wird nicht allein gelassen. Wenn man den Notruf 112 wählt und das Telefon lautstellt, kann man während der Reanimation Unterstützung bekommen. So wird man sozusagen von der Auffindesituation durch die gesamte Situation gelotst, bis der Rettungsdienst da ist. Und es hat sich zeigen lassen, dass das erstens den Helfern sehr, sehr viel hilft und zweitens zu greifbar besseren Reanimationsergebnissen führt. Parallel zur Aktion in der Innenstadt geht es auf dem Freiburger Messegelände um Reanimation. Dort ist der weltweit größte Kongress auf diesem Gebiet. Auch hier geht es um Wege, die Wichtigkeit der Reanimation bei der Lebensrettung besser zu kommunizieren.